Until we're solo. Remember that, kid? So what you gonna do? Where you gonna run when you're staring at the mirror? Mind running into real life. That's the way beats run in the set. It's like rushing a rat when you're placed with a bat. Stop being sad when you smoke a cigar. Stop with your heart to the jet. The way you wanna make me. The way you wanna make me.
why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Say, it's all the world to see you hate me. Why you wanna hate me? Say, it's all the world to see you hate me. Das ist
war das Buch hier? Ja. Hier sind wir jetzt live dabei, also mittendrin zum Beispiel hier schon mal. Ja, und der erste Lauf, da gibt es auch einen Laufsponsor, das ist die Firma Andreas Ritschel hier, der uns unterstützt. So aus, ne? Mit dem roten Helm, mit der Startnummer 1, Matthias Schulz. Dann an seiner Seite mit der Startnummer 2, Jonas Kölmekorpi. Dann die drei dazu, Robert Lambert. Und natürlich für Deutschland dazu, Kevin Velvet. Matthias Schulz, Jonas Kölmekorbi daneben, Robert Lambert und Kevin Wölber. Yeah.
Deutschland. 3 Punkte, Startnummer 12, Christian Hefenbrock. Dann Tobi Busch mit 11, 2 Punkte. Rasmus Jensen, Startnummer 9, 1 Punkt. Und die Startnummer 10, Adam Ellis, 0 Punkte. Der vierte Lauf. Luftdruckdienst, Walz und Sohn als Laufsponsor. Und im vierten Lauf an Spann. Da rufe ich mit der Startnummer 13, Michael Hertel. Dann die 14 aus Dänemark, Bjarne Petersen. Das ist mein Mann. Mit der Startnummer 15, Timo Lahti. Und für Deutschland mit der 16, Kai Huckenbeck. Schon bereit. Also da denke ich mal, da ist das Publikum dabei und auch für die Startnummer 13, Michael Hertel. Und 2 Minuten. Auflauf, Jane Petersen, dann Kai Huckenbeck und auf Gelb Michael Hertel. Na, der letzte Mal, der Junior, der gewonnen hat. War ja Sensation letztes Jahr eigentlich. Hat noch nie einer geschafft. Matthias Schulz, Juri Zapatic und Rasmus Jensen. Thank you.
Runde laufen. Und für Deutschland mit der 7 Tobias Kroner und auf Gelb mit Kai Huckenbeck, der zweite deutsche Vertreter. Jensen, Kühlmekoppi, Kroner und Huckenbeck. Lauf 18, alle vier sollten jetzt an den Back kommen. Besser wäre, wenn du da stehst. Du brauchst die Kinder so hin und her. Du kommst ja gar nicht hierher. Thank you.
Masse, die hier herumfliegt. Unterstützung hier für die beiden Deutschen, Christian Evenbrock und Michael Ehren. Oder mit Minus, ja. Und das bitte so laut, wie Güstrow das gut drauf hat. Ich kann auch einen Stecker geben. Die Wahl hier bei Robert Lambert und da wird die zweite Maschine reingebracht. Ja, und hier laufen sie jetzt die zwei Minuten, aber ich denke, dass auch Robert Lambert das hier noch schafft, weil die zweite Maschine ja bereits auf der Bahn. Christian Evenbrock und Michael Hertel, die sind hier bereits in den Startvorbereitungen im vollen Gange. Jetzt ruft er sie hier an, der Starter. Gilt es nochmal für Christian Evenbrock und Michael Hertel. David Belling, der ist heute super gut drauf und er kann sich jetzt aufs Podest fahren. Was für ein Auftritt heute hier in Güstrow. Ja, Sieg und drei Punkte hier für die Startnummer 6. David Pellico. Michael Hertel mit dem 13, 2 Punkte und einen Punkt hier für Robert Lambert. Christian schließt hier mit 0 ab, aber hier nochmal ein Mini von der David Belego.
Lauf Nummer 20. JCB Sternberg, Baumaschine, man sieht sie auch in der Mitte, der Laufsponsor. Und im 20. Lauf rufe ich mit der roten Helmfarbe Jurica Pachic. Dann die blaue Helmfarbe Bjarne Petersen mit der 14 und mit der 11 Tobi Busch. Und an seiner Seite Kevin Wölbert mit der 4. Und ich denke, jetzt geht es darum, die Deutschen hier zu unterstützen. Schauen wir mal, wer dann im Sonderlauf, im Fritz-Surbier-Pokal-Sonderlauf dabei sein wird. Also nochmal ein riesen Applaus für Kevin Bollard und Tommy Bosch! Und beide mit Erdarbeit beschäftigt, Tobi Busch und auch Kevin Wölbert. Beide von außen, also gelb und weiß. Und Daumenrücken hier für beide. Und wir wollen nochmal hören, Büstro. Der 20. Lauf. Tobi Busch und Kevin Wölbert. Kevin stürmt an die Spitze. Und Tobi Busch kann ihn Start, Ziel, Sieg und 3 Punkte. Das hier kommt Kevin!